Jens, ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir das große Thema Wemmer Union Berlin. Wie froh bist du eigentlich, dass dieser Transfer nie zustande kam? Ja, ich habe es damals ja auch schon gesagt. Für mich ist das Vergangenheit jetzt. Klar, wenn man jetzt die Entwicklung gesehen hat, ist es perfekt, wie es gelaufen ist. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Jetzt spielst du mit dem SC Paderborn in der ersten Liga. Da gibt es ja eigentlich keinen Grund zu wechseln. Korrekt. Ist richtig und ja, mal gucken, was wird. Warum ist dein Vertrag noch nicht verlängert worden? Ist ja noch früh. Also wir haben wirklich, es ist ja noch ein halbes Jahr Zeit und ja, jeder weiß, ich bin jetzt in meinem siebten Jahr hier. Ich kann mir vorstellen, auch länger zu bleiben. Ne, und ja, einfach mal gucken, was kommt. Alban Mehr sagt, er will jetzt mal gucken, wie die Rückrunde läuft, wie er so reinkommt. Das bei dir war jetzt kein Argument? Und kein ja, na klar. Also ist schon. Ich will sehen, wie ja, dass wir weiterhin in der ersten Liga spielen, dass wir so weiterspielen wie bisher. Und ja, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ist für dich auch ein Kriterium, weiter erste Liga zu spielen? Oder? Ganz genau. Das heißt also bei Abstieg, wenn die Karte mal neu gemischt? Ja, was soll ich dir da erzählen? Das war, ich habe, glaube ich, vor, als wir zweite Liga gespielt haben, habe ich immer gesagt, mein Ziel ist erste Bundesliga. Das hat sich jetzt natürlich auch nicht geändert. Das ist einfach unglaublich, in der ersten Bundesliga zu spielen, ne, sich mit den Besten zu messen. Und ja, ich möchte es halt gerne weitermachen. Jens, ihr seid seit 7 Spielen sieglos. Warum? Das wissen alle, glaube ich. Also wir wissen ganz genau, dass das extrem harte Arbeit ist jetzt. Der Trainer weiß das, das ganze Trainerteam weiß das, wir Spieler wissen das, wir arbeiten da jeden Tag für, genau um dieses Ziel zu erreichen und ja, wir geben einfach Gas, mehr können wir nicht machen, wir versuchen das umzusetzen, was uns der Trainer sagt und ja, mehr, wie gesagt, mehr können wir nicht machen und dann werden wir den Klassenerhalt auch schaffen. Es gibt keine Mannschaft, die in der ersten Liga mehr Bälle nehmen und übers Tor ballert. Allerdings seid ihr auch die Mannschaft, also Nummer 4 in der Liga, okay, die Bälle aufs Tor schießt. Die Quote macht einem so ein bisschen Sorge. Ah, daran arbeiten wir auch. Aber im Endeffekt, wir haben einige Tore geschossen. Das haben wir, glaube ich, einigen Mannschaften voraus. Und wer nicht schießt, kann das Tor eh nicht treffen. Deswegen ist es, finde ich, lieber mal einen drüber schießen. Und wenn dann von 3 dann einer aufs Tor geht und der geht rein, das ist für mich dann auch in Ordnung. Klar müssen wir das auch wieder verbessern, dass wir mehr das Tor treffen, weil Trainer sagt auch, Tor muss schon getroffen werden, sonst geht der Ball nicht rein. Aber Sorge macht mir das gar nicht. Also da arbeiten wir dran und alle, die da vorne oder mal einen Distanzschuss machen, mir ist nicht bange. Also in der Rückserie werden wir auch unsere Tore schießen. Außen ist ein Stichwort auch. Hinten rechts, vorne rechts, ist mir egal. Ja, klar. Ich spiele auch links, ich spiele auch innen, ist mir relativ egal. Das habe ich schon immer gesagt. Klar spiele ich gerne rechter Verteidiger. Das ist, glaube ich, meine Position. Aber wenn der Trainer sagt, spiel vorne, wenn der Trainer sagt, spiel links, wenn der Trainer sagt, spiel in der Innenverteidigung oder vorne drin, mache ich das auch. Für mich echt kein Problem. Jens, früher war es doch so, da musstet ihr den Ball auf die Tribüne spielen, damit von den Fans was zurückkommt. Heute sind die von Minute 1 an dabei. Ja, es ist unglaublich. Ne? Also wirklich, wenn du die Entwicklung wirklich von der dritten Liga, ne, wo wir dann manchmal vor 4.500 Zuschauern gespielt haben und jetzt ist wirklich jedes Spiel ist voll. Von der Heimseite ist es voll. Ich glaube, da würden noch mehr reingehen, die Euphorie. Ja, das ist ein Traum. Auch alleine nur von der Stimmung her, wenn man merkt, dass wirklich VIP-Loge, Gegengrade, alle sind dabei. Das ist wirklich, das merkt man auf dem Platz und ja, das pusht. Und ich hoffe wirklich, weiter so. Echt, das ist super. Viele hatten die Sorge, ja, jetzt kommen die Event-Fans. Ne? Die wahren Fans, die kriegen keine Karten mehr. Die Event-Fans, die sind jetzt da und ja, nehmen uns die Plätze weg. Aber die sorgen für eine bessere Stimmung. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. So gut war es noch nie. Ich glaube, dass wirklich auch einige, die zu Hause bleiben müssen, leider, weil sie keine Karten haben, genauso eine Stimmung verbreiten würden. Ich bin fest davon überzeugt, dass in Paderborn einfach ein Ruck durch die ganze Stadt gegangen ist, durch diese Euphorie und dass sie gemerkt haben, ey, das macht Spaß, da entwickelt sich was. Ne? Diese Mannschaft kämpft, diese Mannschaft versucht halt wirklich Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Und die Zuschauer, glaube ich, merken das, selbst wenn es 0-0 steht, wir liegen zurück. Die sind dabei, die unterstützen uns und versuchen uns, ey, die brauchen uns jetzt, wir peitschen die nochmal nach vorne. Und ich glaube,
dieses Zusammenspiel zwischen uns auf dem Platz und den Fans, das ist einfach viel, viel besser geworden. Das war schon immer vorhanden, aber ich glaube jetzt, allein durch diese Tatsache, dass wir wirklich diesen Aufstieg und dieses alles zusammen, und ich glaube, dass das nochmal einen richtigen Push durch ganz Paderborn gebracht hat. Jetzt könnte sich Paderborn nicht mit Dortmund, nicht mit Schalke, nicht mit Bayern vergleichen, völlig klar, aber vielleicht mit Freiburg, mit Augsburg, mit Mainz. Kann man Paderborn in der ersten Liga etablieren? Natürlich geht das. Du musst die Rahmenbedingungen weiter voranführen. Da ist immer das leidige Thema Trainingszentrum. Das gehört einfach heutzutage dazu. Und ich glaube, dass man, wenn man da einfach an dem Allgemeinen weiterarbeitet, kann ich mir vorstellen, dass man sich da etabliert. Klar braucht man auch ein bisschen Quäntchen Glück dafür, weil jedes Spiel steht natürlich auf Messerschneide. Wenn man vielleicht ein paar Punkte holt, wo man sagt, hätten wir nicht mitgerechnet. Das sind halt natürlich Pluspunkte, die dann am Ende den Klassenerhalt bringen. Und jedes Jahr erste Liga bringt den Verein voran. Warum steigt der SC Paderborn nicht ab? Weil wir gut sind. Fertig. Und mehr als viele Punkte holt? Das ist relativ egal. Hauptsache, wir lassen 3 Stück hinter uns. Also wirklich, 3 Stück müssen hinter uns sein. Und das ist unser großes Ziel. 40-Punkte-Marke hört sich immer gut an. Ich glaube, wenn man 40 Punkte die Saison holt, ist man durch. Und werden wir versuchen. Bayern wird Meister, wer steigt ab? Gute Frage. Bayern wird Meister, das würde ich auch so tippen. Absteiger würde ich einfach nicht tippen. Dafür ist die Liga auch viel zu eng. Und ich würde es mir auch nicht anmaßen, jetzt irgendjemand zu sagen, der absteigt. Das bin ich nicht.